Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Montag, der erste Montag im Dezember, und von da habe ich eine Kartenform für dich heute. Die sieht so ganz normal aus und wenn man sie aufklappt, ist integriert ein kleines Steckfach für so eine Gutscheinkarte. Man kann natürlich auch einen Geldschein reinstecken oder ein Bild, was, oder ein Doppelbild von rechts und links ist ein Bild, also was auch immer, da fällt ja mit Sicherheit super was ein. Und zwar ist das eine ganz, ganz simple Art und Weise, diese Karte zu machen. Deswegen wollte ich sie dir mal zeigen. Du brauchst ganz einfach, ich fange einfach mit dem Bogen A4 an. Den legst du hochkant hinein und kürzt den einfach auf das Kartenmaß von 14,8. Das ist übrig, das kannst du zum Dekorieren nehmen oder sonst irgendwas. Und jetzt ist es so, dass der Schneider erstmal nach unten geht. So, Kartenmaß ist einmal 10,5 cm. So, die neu gezogene Falz legen wir auf 3 cm. Die neu gezogene Falz legen wir wieder auf 3 cm. Und die neu gezogene Falz legen wir auf 10,5 cm. Und da wird dann geschnitten. Damit haben wir eigentlich schon alles erledigt, naja, fast. Und zwar, wir knicken das wie eine Ziehharmonika von der Mitte her dann ausgehend in beide Richtungen. Und wenn man das jetzt so übereinander nimmt, da sollte man dann einfach, bevor man das wirklich scharf knickt, mal hier vorne ausrichten. Weil wenn man so ein Viertelmillimeter oder was auch immer irgendwie von oben nach unten das verzieht, dann endet das so ein bisschen anders aus. So, ich habe hier alles die Ecken gerundet. Das mache ich hier jetzt nicht. Es geht hier bloß um die reine Form. Jetzt hast du sowas hier. Jetzt müssen wir noch eigentlich nur noch den Einschnitt hier machen. Und das ist auch ganz, ganz einfach. Und zwar kannst du dir jetzt überlegen, wie breit du den machen möchtest. Ich habe den halt so ein bisschen individuell, ein bisschen breiter gemacht, dass alles irgendwie reinpasst. Du kannst es auch ein bisschen schmaler machen, wenn du möchtest. Wenn du es auch so nachvollziehen möchtest, dann machen wir das so. Es geht jetzt darum, hier diesen Einschnitt reinzumachen. Das wird so hingelegt und dann wird das Ganze markiert bei... Ja, wir machen es erstmal so rum, bei 3 cm und dann für 1,5 cm. Wir haben ja hier auch noch eine Skala hier dran. Da machen wir die 1,5 cm. So, dann drehen wir das um, weil wir einfach besser abmessen können und legen die Seite auch bei 3 cm an. Und auch hier wieder 1,5 cm und ziehen das hoch. So, jetzt haben wir hier schon mal was geschnitten. Und das ist ja 1,5 cm da reingeschnitten. Deswegen können wir das jetzt hier nach rechts bei 1,5 cm anlegen. Und halt dann einfach das hier rausschneiden. Jetzt brauchen wir den Papierschneider auch schon nicht mehr. Jetzt geht es nur noch darum, diese Tasche halt hier zu schließen. So, den Teil können wir komplett verkleben. Der hier muss natürlich mehr oder weniger offen bleiben, sonst passt natürlich diese Karte nicht rein. Das heißt, da muss man wirklich ganz, 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 ganz dünn den Kleber aufsetzen, aufbringen. Sonst, sonst ist diese das Steckvorrichtungsteil natürlich nicht so, oder die Tasche nicht so tief. Das heißt, wirklich da so ganz dezent, das reicht ja. Man ruppelt da ja nicht so dran rum. Und von daher, ne, kann man das sehen, ja. Jetzt wird das einfach zugedrückt und nochmal hier so alles ausgerichtet. Und beim Ausstreichen nach außen weg, wenn ich das nach innen mache, verklebt mir, je nachdem, wenn ich zu viel Kleber genommen habe, das innen alles. Also in diese Richtung ausstreichen. So, und dann habe ich meine Karte schon fertig. Tada! Und beim ersten Mal muss man hier so ein bisschen... Erstmal ein bisschen das kleben lassen. Und beim ersten Mal muss man hier so das so ein bisschen auffriemeln. Das hat den Vorteil meiner Meinung nach, dass das wirklich auch das hält. Dadurch, dass das hier ganz knapp darunter auch schon wieder verklebt ist, ist da so ein gewisser Halteeffekt für die Karte, die man reintut. So, das war eine super schnelle Kartenform heute Morgen. Ich hoffe,
sie hat dir gefallen. Ja, die Karte ist schon beim Empfänger angekommen. Das ist ein junger Mann und ich finde diese Stempelset so, ja, mit diesem, das ist ein ganz witziger Spruch und ja, die Jugendlichen, die sind sage ich mal alle, dass es überhaupt kein Problem ist mit dem Englisch und ja, ich fand das ganz passend und ja, für so ein Teenie. So, ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Wenn ja, lass mir ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht übermorgen zur Mittwochsreihe. Denn da gibt es die Verlosung. Tada! Bis dahin. Tschüss! Ach, da war doch noch was.